Hallo und willkommen zu Teil 2 dieses kleinen Videos. Ja, ich habe schon so viel gelöscht mittlerweile auf meinem Handy, jede Menge Videos und andere Dinge, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Ja, jetzt geht es erstmal schnell weiter. Also dieser Bereich hier, da möchte ich mir auch ein Beet jetzt dann endlich draus machen. Das habe ich schon länger vor. Und auch hier möchte ich mir noch ein kleines Beet vorbereiten. Hier kommt aber nur Spinat dann hin. Ja, das hier oben habe ich gestern gemacht. Da habe ich mir eine Plane davor genagelt. Nicht ganz, damit noch ein bisschen Licht reinkommt, weil es mittlerweile so heiß wird am Tag, dass sich das Haus dann so aufheizt. So habe ich wenigstens ein bisschen Schatten dann dort. Und so sieht mittlerweile mein großes Beet aus. Du erkennst es sicher nicht mehr wieder. Ja, nicht mehr so schön, aber so haben meine Pflänzchen alle Halbschatten bis Schatten. Mein Sohn hat mir den Tipp gegeben und der ist Gold wert. Dadurch muss ich jetzt nicht mehr jeden Tag gießen, weil die letzten zwei Tage war das Wetter so wie jetzt. Den ganzen Tag strahlenblauer Himmel und bombastisch heiß. Und da sind meine Pflänzchen in 0, nix platt. Manche gehen davon auch ganz kaputt, ja, und ich muss dann täglich gießen, die Schlepperei dauernd. Und so ist das echt eine geniale Lösung jetzt. Ja, so speichert sich das gegossene Wasser länger und die Pflanzen werden nicht platt. Muss ich nur noch hier machen, bei meinem Porree, und dann habe ich es geschafft. Bei meinen Kürbispflänzchen habe ich das auch gemacht, einmal hier. Und einmal da. Und es wächst und gedeiht alles prächtig. Ja, die viele, viele Mühe und Arbeit hat sich letztendlich, wie es aussieht, doch gelohnt. Hier ist mein vorläufiger Komposthaufen. Das soll sich aber auch noch ändern. Das soll später Holz hin. Und diese 6, 8 Liter Flaschen und die kleine 5er habe ich bereits heute Morgen schon von da unten, vom unteren Becken hier hochgeschleppt. Direkt nach dem Aufstehen um 6:30, also 6.30 Uhr. Mittlerweile heize ich auch nicht nur mit Orangenholz, sondern besorge mir auch noch anderes Holz, weil das Orangenholz braucht lange, bis es brennt. Aber wenn es dann mal brennt, dann brennt es auch lang. Und das andere brennt schnell, aber dafür nicht so lang. So, es blinkt schon wieder. Kann sein, dass ich gleich weg bin. Ich weiß nicht, wann du dieses Video sehen wirst. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich würde dir so gerne noch so viel sagen, aber ich brauche einfach eine größere Speicherkarte. Das ist das Problem. Und die gibt es hier in Valle Hermoso nicht. Und momentan komme ich hier leider nicht weg. Jo.